Ich glaube, bei einer Antibus-Touristik-Schätzer besucht heute Schliers in Schliersee. Ganz toller Betrieb, tollen Whisky und Firma Landnahme aus Hausen. Beide gehören ja zusammen, seit zwei Top-Ausflugsziele für den Bustourismus. Eine Frage an euch: Wie wichtig ist euch der Bustourismus für eure beiden Betriebe? Also, erstmal danke für den Besuch. Wir freuen uns echt wirklich, dass ihr auf uns zukommen seid. Die Bustouristik ist für uns extrem wichtig, in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Und deswegen wollen wir genau die Leute ansprechen, dass sie uns als Ausflugsziele auch in diesen Zeiten noch mehr besuchen und auch wir uns zeigen, dass wir da wirklich gut drauf vorbereitet sind auf die jeweiligen Besucher, die zu uns kommen. Gehen wir wieder bei Schliers. Ich kann mich da genauso anschließen. Also wir haben wirklich 40.000 Besucher im Jahr, die den Rundgang bei uns machen, die die Besichtigung machen. Und da reisen viele Leute mit dem Bus. Das kann von Firmen gehen, die sich einen Bus mieten und dann rauskommen, weil es wird ja auch verkostet. Da ist ja auch sinnvoll, nicht selbst mit dem Auto anzureisen, macht ja durchaus Sinn. Also ist Bustouristik für uns schon wirklich eine große Nummer. Sind Sie jetzt von Ihren beiden Betrieben mit den aktuellen Schutzmaßnahmen so aufgestellt, dass Sie Gruppen auch, ab 30. Mai darf man in Bayern ja wieder mit dem Bus verreisen, nach aktuellen Stand. Sind Sie da schon so gerüstet, dass Sie mit Gruppen arbeiten können? Also für uns ist natürlich oberstes Ziel die Gesundheit der Besucher, die hier bei uns eben den Rundgang und die Destillerien, die beiden besuchen, dass die Gesundheit geschützt wird und gewahrt wird. Und wir passen unsere Hygienekonzepte regelmäßig immer den neuen Anforderungen eben an und passen das dementsprechend an, dass wir uns auch für Busreisen genauso eben dann ja, bestimmte Hygienekonzepte ausgedacht haben, die wir hier vor Ort dann umsetzen können, um eben den Schutz der Besucher gewährleisten zu können. Wir sind mit der... insgesamt, vielleicht ja, kann man dazu sagen, es macht es halt schwer, das Ganze umzusetzen. Es ist schon sehr viel Arbeit, die dahinter steckt. Es ist irgendwo möglich, aber es ist ein riesen personeller Aufwand und ein riesen... Ja, zuerst schauen, man muss ja wirklich fast täglich am Vormittag reinschauen, was ist gerade aktuell und dann muss man wieder reagieren. Wir fahren nächste Woche, 27. April, ist die Fachzeitschrift Busfahrt Bustouristik Scherzer in Berlin. Es wird eine große Busdemonstration geben mit über 1000 Bussen. Es werden auch Reisebüros dabei sein. Wir fordern hier auch jetzt mal von der Bundesregierung den Mittelstand des Tourismus zu unterstützen, zu fordern und das Busreisen auch wieder zuzulassen. Haben Sie noch Worte für die Bustouristik auf dem Weg nach Berlin? Also für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass die Bustouristik wieder mehr Schwung aufnimmt und wirklich auch die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden, dass die Bustouristik wie in den vergangenen Jahren ein wichtiger Bestandteil bleibt. Und wir werden dafür alles tun, dass wir auf der einen Seite hier umsetzen, dass wir Busse empfangen können mit den Besuchern. Und auf der anderen Seite wollen wir, dass das Thema auch wieder stärker in den Vordergrund kommt und wir die gleichen Rahmenbedingungen einfach bekommen, wie vielleicht andere Unternehmen oder andere Reiseunternehmen, die dort vielleicht leichtere Auflagen bisher bekommen haben. Und ich glaube, kann der Hans bestätigen, dass wir da die Arbeiter ganz stark unterstützen. Ich bedanke mich. Ich würde ja gerne von euch ein Whisky mitnehmen nach Berlin, aber leider müssen wir selber hinfahren. Danke für das Gespräch und es wird wieder werden. Danke. Ja, danke. Viel Erfolg. Viel Erfolg. Ja. Okay. Danke.